Hier ist die Public Climate School mit Klima um 8. Heute im Studio Celine Koldewe. Guten Abend, liebe ZuschauerInnen. Herzlich willkommen zu Klima um 8. Heute mit einem Bericht aus dem Dannenröder Forst. Dort finden aktuell Rodungsarbeiten für den Ausbau der A49 statt. Die schwarz-grüne Landesregierung hält weiterhin an ihren Plänen fest. Sie lässt aktuell unter massivem Polizeiaufgebot AktivistInnen, die den Wald beschützen möchten, räumen. Es folgt ein Bericht von Tommy, einem Fridays for Future-Aktivisten, der gerade vor Ort ist. Hey, ich bin Fio. Ich bin Tommy. Und wir nehmen euch heute mit in den Dannenröder Wald. Als erstes wollen wir darauf eingehen, warum eigentlich der Dannenröder Wald besetzt wird. Für den Kontext, hier im Hintergrund ist gerade ziemlich viel los, Polizei rundherum, Helikopter ist in der Luft, deswegen ist es möglicherweise ein bisschen lauter. Der Dannenröder Wald ist ein Mischwald mit einer bestimmten Form der nachhaltigen Forstwirtschaft und deswegen ökologisch besonders wertvoll. Und das Problem ist, wenn durch so einen Wald eine Autobahn gebaut wird und ihn sozusagen zerteilt, dann wird der Wald an sich geschwächt. Das nennt sich Habitatsfragmentierung und im Prinzip ist die Widerstandsfähigkeit dieses Waldes gegenüber extremen Wettern oder gegenüber bestimmten Krankheiten dann einfach weitaus geringer. Außerdem gibt es generell Probleme mit dem Bau von Autobahnen. Zum einen das eingesetzte Bitumen, was aus Rohöl gewonnen wird, und der Kies, der häufig importiert wird, sind an sich schon klimaschädlich. Außerdem sorgt mehr Autoinfrastruktur generell dafür, dass mehr Auto gefahren wird. Und um unsere Klimaziele einzuhalten, müssen wir eigentlich den Autoverkehr um die Hälfte reduzieren. Das heißt, eine neue Autobahn zu bauen, ist einfach eine Investition gegen das Klima und in die Vergangenheit. Außerdem gibt es hier noch eine kleine Besonderheit, nämlich hier beim Dannenröder Wald und beim Herrenwald ist ein Trinkwasserschutzgebiet, was ungefähr 500.000 Menschen bis nach Frankfurt am Main eben mit Trinkwasser versorgt. Außerdem stand im Zweiten Weltkrieg im Herrenwald eine Munitionsfabrik und es hat sich eben über die Jahre Altlast in Form von TNT eben dann in den Boden und auch ins Grundwasser abgesetzt und durch ein bestimmtes physikalisches Verfahren mit, ich glaube, einem Silikonfilm wird eben dafür gesorgt, dass sich das TNT, also diese Nitrate, die das Grundwasser verseuchen würden, nicht mit dem Grundwasser vermischen. Es liegt aber oben auf. Und würde man jetzt dort eine Brücke bauen mit ungefähr 30 Meter tiefen Pfeilern, die eben dann für Turbulenz im Grundwasser sorgen, dann kann das dafür sorgen, dass sich dieses TNT mit dem Grundwasser vermischt und es verseucht. Und genau das würde passieren, wenn man dort eine Autobahn baut. Um den Ausbau der A49, also der ganzen Autobahn, möglichst zu langsam zu gestalten, haben sich die Menschen hier im Wald sehr, sehr viele verschiedene Strukturen ausgedacht, um der Polizei und den Forstarbeitern möglichst die Arbeit schwer zu erschweren. Und die Hauptstrukturen, die den Wald hier so besonders machen, sind sogenannte Barrios, das sind Baumhausviertel, wo sich mehrere Baumhäuser und Tower, also verschiedene Baumhausstrukturen, zusammenfinden und einfach eine Gruppe bilden, wo Menschen zusammenleben und gemeinsam sich auf die Räumung oder halt eben auf den Kontakt mit der Polizei vorbereiten. Was aber besonders diese Barrios noch ausmacht und vor allen Dingen für die Verzögerung der Bauarbeiten sehr, sehr wichtig ist, sind nicht nur die Baumhäuser und Tower, sondern andere Strukturen wie sogenannte Tripods oder Skypods, die Bauarbeiten deutlich verzögern und die Arbeit der Polizei deutlich erschwert. Skypods sind kleinere Plattformen, die hier zwischen den Bäumen hängen und über eine Umlenkung mit einem Seil an Bodenstrukturen wie Bodenbarrikaden oder anderen kleineren Strukturen in Bodenhöhe befestigt sind. Und der Vorteil von dieser Struktur ist, dass man im Prinzip erst, bevor man die Bodenbarrikade oder die Bodenstruktur räumen kann, muss man erst in der Luft bzw. auf dem Skypod die Person sichern. Denn wenn man das Seil durchtrennen würde, an dem der Skypod hängt, oder die Bodenstruktur entfernen würde, dann würde der Mensch aus mehreren Metern fallen. Und somit würde man halt eben das Menschenleben sehr, sehr gefährden. Und daher muss immer zuerst die Hebebühne an den Skypod ran oder ein Kletterkorb
und den Menschen von dem Skyport sichern und dann kann erst die Bodenbarrikade oder die Bodenstruktur entfernt werden. Damit wir hier gemeinsam diese Besetzung so aufrechterhalten können, ist es halt super wichtig, ein harmonisches Zusammenleben zu erreichen, dieser Besetzung. Und da sind ein paar Punkte sehr, sehr wichtig und stehen sehr im Fokus, die sich teilweise deutlich von der normalen Gesellschaft außerhalb des Waldes unterscheiden. Denn hier im Wald, in den Barrios, wird sehr versucht, Hierarchien abzubauen und diese zu reflektieren. Das können Wissenshierarchien sein oder halt auch einfach zwischenmenschliche Hierarchien. Aber ganz wichtig für das Zusammenleben ist auf jeden Fall hier noch, dass die Menschen komplett frei entscheiden können, was sie tun und lassen können. Sie können, wenn sie Lust haben, etwas zu bauen, dann haben sie die Möglichkeit, es zu bauen. Wenn sie was Wissen nicht haben, können sie auch gerne nachfragen. Aber auch wenn sie gerade sehen, dass etwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, dann können sie versuchen, das zu verändern oder andere Menschen fragen, die ihnen dabei helfen. Und diese Art des Zusammenlebens ist einfach ganz komplett anders als meine Erfahrung, die ich außerhalb des Gebäudes gemacht habe. Nun zur aktuellen Lage im Dannenröder Wald. Also, die ganze Rodung geht seit dem 1. Oktober und inzwischen wurde die Schneise im Herrenwald und im Maulbacher Wald auch schon geschlagen. Und seit ungefähr 10 Tagen, 11 Tagen, 12 Tagen hat die Räumung und Rodung jetzt auch im Dannenröder Wald angefangen. Seitdem sie im Dannenröder Wald angefangen haben, gab es insgesamt schon über 400 Verhaftungen. Und es wurde schon das neue und auch etwas improvisierte Barrio Durchzug geräumt und Douglasien und außerdem eben die schon etwas länger bestehenden Barrios woanders und drüben. Aktuell gibt es noch 5 Barrios und die Polizei kommt quasi von beiden Seiten auf die zu. Die Polizeipressesprecher beteuern immer wieder, sie würden nach dem Motto Sicherheit vor Schnelligkeit vorgehen. Aber in den letzten Tagen gab es einige Vorfälle, die daran zweifeln lassen. Seit Beginn des Polizeieinsatzes in Dannenröder Forst in den letzten 2 Wochen kam es fast täglich zu sehr, sehr kritischen Situationen, in denen Menschenleben gefährdet wurden. So kam es dazu, dass schon 2 Menschen aus einer mittleren Höhe, aus 3-4 Metern runtergefallen sind, aufgrund der Fahrlässigkeit der Polizei. So ist zum Beispiel ein Mensch auch aus einem Skyport gefallen und liegt mittlerweile auf der Intensivstation im Krankenhaus. Diese Fälle, die in den Medien groß werden und viral gehen, sind aber nicht die einzigen Fälle, mit denen wir uns hier auseinandersetzen müssen. Denn es kommt hier deutlich öfter noch zu Situationen, in denen Menschenleben gefährdet werden. Zum Beispiel dadurch, dass zu nah an Menschen gerodet werden, die in den Bäumen hängen oder in den Baumhäusern sitzen, dass Seile durchgeschnitten werden, in dem eventuell ein Mensch hängen könnte und das wird von der Polizei nicht gut genug überwacht. Oder tatsächlich sogar, dass Menschen in 15, 20 Meter Höhe getasert werden. Diese ganzen Fälle, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen, führen dazu, dass wir uns einfach unwohl fühlen und tagtäglich einfach absolut gestresst aufwachen und in den Tag starten, ohne dass wir wirklich uns sicher fühlen hier im Wald. Die Situation hier spitzt sich immer weiter zu. Die Polizei wird immer fahrlässiger und auch immer repressiver. Menschen werden für ziemliche Kleinigkeiten mitgenommen und mehrere Stunden in Zellen gesperrt. Und daher werden auch die Aktivistinnen, die einfach hier sind, immer verbitterter wegen eben diesem hohen psychischen Druck. Wir haben hier auf jeden Fall zurzeit sehr viel mit Resignation zu kämpfen, besonders die Menschen, die schon ihr Zuhause verloren haben. Aber auf jeden Fall gibt es viele andere Menschen, die noch positiv sind und immer wieder neuen Schwung in diese Besetzung geben. Im Prinzip liegt es an der Landesregierung, an der schwarz-grünen Landesregierung, dieses Projekt zu stoppen, um das Klima zu schützen und um die Sicherheit der Menschen hier zu gewährleisten.